So, jetzt hatte ich leider. Ups, hängt das jetzt? Ah, jetzt geht's wieder. Okay. Jetzt hatte ich leider, habe ich gerade bemerkt, dass ich vergessen habe, die Aufnahme wieder neu zu starten. Tja, da fehlt jetzt auf YouTube leider was. We have work to do, enemies to kill. Ach, auf einmal kann er sich wieder verwandeln. Okay, der will nicht, dass wir gehen. Na dann bleiben wir halt hier. Vielleicht ist das ein Geheimeingang hier rein. Dann kommst du hier bei den Spinnen raus. Ist auch toll. Okay, die haben wir weggemacht. Gelootet haben wir, glaube ich, auch soweit alles. Dann können wir da vorne mal schauen, dass wir hier weiterkommen. Haben wir den schon gelootet? Nö. Käfigschlüssel. Ist ja cool, wenn wir noch irgendwie eine andere Einhandwaffe für die Klerikerin kriegen. Kriegswaffen und ein Topfdeckel. Oh. Person festhalten, magisches Geschoss. Krieg mal die Klerikerin. Krieg mal. Sie. Keine Ahnung. So. Da liegt noch einer. Da drüben liegt noch einer. Den haben wir nicht schon. Gold. Ist ja nicht mal als Lager. Das Lager. Ah ja, hier wäre ein Beil. Das könnte sie jetzt erstmal provisorisch benutzen. Ja, doof, dass ich ihr einfach so eine dumme Waffe gegeben habe. Kann man gleich mal wegschicken. Nicht, dass ich die aus Versehen wieder eine ausrüste. So. Okay. Schleichen wir uns mal weiter. Da liegt doch was. Ein toter Gedankenschinder. Ah, wusste ich's doch. Und was ist er hier? Steht noch kein Name. Doch. Dorraxlin. Den müssen wir killen, ne? Raxlin. Und die Mintara. Kriegsherr Ul. 50 Lebenspunkte hat er. Können wir uns da irgendwie anders anschleichen? Vielleicht? Gut, da hinten ist es gut. Die Tür hier ist zu, die wir offen. Wenn ich hier reingehe, bin ich halt direkt im Kampf. Ne? Obwohl, ich könnte mich vielleicht vorbeischneiden. Hier raufklettern. Das sieht nicht so sinnvoll aus jetzt. Könnte vielleicht vorbeischleichen und schon von da oben runterballern. Hier steht noch einer rum. Da, die Kriegstrommel. Oh, die müssen wir auf jeden Fall entfernen. Mit den Toten sprechen. Ah. 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 Ah, okay. Können wir nachher ausprobieren, wenn wir hier geklärt haben. Oder wir schleichen uns erstmal hier rum
Oh, okay. Das ist eindeutig hier. Kommt man dann darüber? Nee, ne? Aber nicht. Das hier sieht wie die einfachere Variante aus, erstmal. Wenn wir die Drau zuerst hier abschlachten, aber an dem. Ah, doch, können wir uns vielleicht auch vorbeischleichen. Dass wir uns dann hier rauf schleichen. Ach ja, da gab es ja diese andere Leiter, ne? Hier hinten rum. Wenn ich. Wo laufen unsere Leute rum? Ah, wenn ich hier hinten rumgehe. Kann ich hier hinten vielleicht von hier darauf? Zumindest mit einem Teil. Und dann teilen wir die Gruppe auf. Dann machen wir da einen Hinterhalt. Und zwar sie und er. Huh. Was? Okay, er macht erstmal ein paar Kniebeugen. Dann. Scheiße. Jetzt bitte. Vielleicht kommt er so hinterher. Ich hoffe. Kann ich mit der Ratte irgendwas machen? Piep. Alles klar. Das sieht nicht so gut aus hier. Der hängt da voll in der Wand, ne? Okay. Sind die nicht irgendwann, wenn man weit genug weg war, hinterher teleportiert oder so? Ich muss mal kurz die ganze. Ups, 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 ups. So. Tja, so. Ich schließe mal alle wieder zusammen. Ich schließe mal alle wieder zusammen. Sag mal. So. Und dann laufe ich mal kurz einfach irgendwo hin. Vielleicht kriegt er sich dann wieder ein. Ach, das ist ja. Stimmt, das ist ja der Eingang hier. An den haben wir jetzt so vorbeigeschummelt. Ach, sie ist nicht mitgekommen, oder? Na. Ich kann sie auch nicht mehr anhaken hier. Jetzt. Ja, nee. Hä? Geht nicht. Ja, er hängt da jetzt ein bisschen doof in der Wand rum. Das ist irgendwie ungünstig. Vielleicht, ich glaube, wir müssen ihn. Jetzt hat es geklappt, okay. Ich probiere es nochmal mit weglaufen. Ansonsten müssen wir ihn leider. Also müssen wir ins Lager gehen. Und diesen. Toll. Und diesen Bach wegzuriegen. Ich will halt nicht so oft schlafen, eigentlich, weil ich nicht weiß, ob da irgendwas passiert, wenn man zu oft schläft. Also sie macht jetzt auch nicht mehr mit, ne?
Und der Bär hängt jetzt auch irgendwo. Wo ist denn der Bär jetzt hin? Okay, der Bär ist auch irgendwo weg. Alles klar, es ist gerade ein bisschen verbuggt. Er steckt an der Wand fest. Gut, wir machen einfach eine Rast. Ich probiere erstmal eine kurze. Nö, nee, hat auch nicht geholfen. Dann müssen wir leider ins Lager gehen. Ich hoffe, er ist danach nicht mehr in der Mauer. Something's wrong. I feel. Oh. I feel. What the? Darkness protect me. Die Dunkelheit beschütze mich? Was soll das heißen? Never you mind. Ich will diese Verbindung nicht benutzen, ne? Wegen... Unser Zustand verschlechtert sich sowieso. Das muss man nicht auch noch herausfordern. Das ist es nicht wert. Wir probieren sie mal zu überzeugen. Da steckt doch mehr dahinter. Warum sagt ihr es mir nicht? Ah. Und los! It's nothing. Even if it was something, I'm clearly not going to tell you, am I? Let's go. Ja, gut. Den Dialog hätten wir uns jetzt gespart, wenn der Will nicht in der Mauer gesteckt hätte. Jemand hat Gesprächsbedarf. Achso, Will. Oh, danke, dass ihr mich aus der Mauer befreit habt. I know you've got questions, but let me ask you one first. Ja, ich habe eine Frage. Wie bist du eigentlich in die Mauer reingekommen? Vorhin? Okay. Sollen wir ihn zuerst fragen lassen oder sollen wir erstmal... Nein, Eurik kann warten. Was sollen wir machen? Ich frage jetzt aber. Das war eigentlich... Ich vermute, es ist für die Story nicht wichtig. Aber wenn wir schon mal abstimmen können. Ich hoffe, es funktioniert überhaupt mit dem Abstimmen. Mit der Erweiterung. So, naja, ja, ich sag mal, er soll erst zuerst fragen. You ever want something so bad, you'd stop at nothing to get it. Nein, von Drama halte ich nicht so viel. Das ist so die typische Zwergen-Antwort, finde ich. Nein, von Drama halte ich nicht so viel. Then you don't know true desperation. Spike and his goblin cronies torched the whole god's damned village. The bugger gouged out my eye and left us all to burn. I vowed to the hells and the heavens that I'd make him pay. So rose a woman from the town's ashes. She called herself Mizora. My soul shivered as soon as her lips touched my ears. She promised I'd have my revenge. Mizora would forge me into a hero. I'd have the power to slay my every enemy, save their every victim. All in exchange for my endless devotion. She only revealed her true form after I'd said yes.
the Cambion. Half human, half devil. She gave me a new eye, a sending stone to connect us, for calling on me whenever she so wished. Raphael, Mizora, the devil's game has but one end. My soul is now hers, in this life and beyond. Also als guter Kleriker müsste man eigentlich sagen, ein Teufelspakt? Was für eine dumme Entscheidung. Gut, aber wer konnte es denn nicht wissen? Ihr wurdet also getäuscht, das hätte ich ihr nie verziehen. Oder man fragt einfach mal ganz sachlich, welche Kraft er bekommen hat. Nein, wir sind Zwergenkleriker, wir müssen eigentlich zwei sagen, oder? Nur zwei, oder? Oder eins? Ich bin für zwei. And so I was, at first anyway. Until I put her new powers to use. I called forth the flames and fury of the nine hells themselves. I could conjure fire and command beasts. The more I craved, the more she promised. Balls of fire, festering clouds. I went from spoiled brat to savior. My way of avenging every blameless life taken. Slay enough monsters, save enough villages, and there could be peace. Das dritte finde ich ein bisschen hart. Die oberen beiden Frieden, sagt ihr? Und funktioniert das? I reckon you know the answer. There is no path to peace through the hells, though I searched long for it. I told Mizora I wanted out. We were still arguing when the Squiddy snatched us both. After the crash, goblins plucked her from her pod and... Well, I reckon you know the rest. I don't know what the Drow want with Mizora, but she promised to break our bond if I save her. I free her, and she frees me. Das würde mich interessieren, was wird aus diesem Pakt, wenn Mizora stirbt? Bargain is void if she's killed, near as I can tell. A nigh impossible task, even for the blade. If the Drow slayed her, they'd do me a great favor. Or so I think on the darkest days. But she still lives. They want something from her. Gods know what. Gut, warum man den Pakt nicht mehr will, ist eigentlich klar, oder? Das braucht man nicht fragen. Es ist Zeit, dass wir Mizora finden und diesem Pakt ein Ende machen. Thank you.
Your loyalty means more than the whole of the realm's riches. Onward then, and may we be free from the devils that might bind us. You recall Raphael's infernal smirk, his goading voice. And the devils that already do. So, okay. Interessantes Gespräch. Dann pennen wir jetzt mal eine Runde. Und danach steckst du hoffentlich nicht mehr in einer Mauer fest. Will. Ja, er ist wieder da. Sehr gut, sehr gut. Der Bär ist jetzt irgendwie extra hier. Ja, macht nichts. Ich weiß nicht, folgt er ihm jetzt? Ja, okay, folgt ihm trotzdem. Ich teile die mal alle auf. So. Dann war der Plan. Wir gehen... wo sind wir denn? Ah ja, genau. Wir gehen hier rum. Mit zweien. Und zwar mit ihm. Und mit ihr. So, und die beiden anderen gehen mit dem Bären zusammen zur Vordertür. Und zwar nicht hierhin, sondern darum dann. Ich könnte mal schauen, ob ich nicht Licht bei ihm zauber. Kann sie das nicht? Doch. Ja. Dann hat er es nicht mehr ganz so dunkel. Versuche mich mal mit ihr raufzuschleichen. Genau, da hinten ist die Drau. Nicht knarren. So, er soll auch rauf. Was ist mit dem Zauber? 75%, das wäre doch gar nicht schlecht. So. Wenn wir dann alle in Position haben. Er schleicht sich hier hin. Oh, der Bär. Ich habe immer Angst, dass der irgendeinen Scheiß macht. Oh, das ist so leise, wie sie schleicht. Diese rasselnde Rüstung. Das hallt total. So, okay. Dann bleiben die mal hier. Und... oben geht's dann los. Ich guck nur mal eben noch. Es ist hier irgendwo eine Trommel oder irgendwas, womit die Verstärkung rufen können. So,
so einen Granitbahn. Sind die echt nur zu zweit hier? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oh, da hinten ist eine Trommel. Sowas habe ich befürchtet. Kann ich die Trommel zerstören von hier oben? Eventuell. Das wäre vielleicht sogar wichtiger als... Ah ne, die muss runter, ne? Ach, sie rennt dahin. Okay. Die Trommel zu zerstören ist eigentlich wichtiger als... Warte mal, wir brauchen den Begleiter noch hier. Nehmen wir denn? Habe Spinne. Tödlicher Giftbiss kann Gegner vergiften. Ich nehme wieder den Raben. Oh. Das wollte ich nicht. Verflixt. Okay, sie ist aber noch nicht entdeckt worden. Das heißt, ich versuche mal, Person festhalten bei ihr. 40%. Ich probiere es einfach mal. Nein, sie hat... Oh, schade. Okay, dann die beiden anderen. Kann sie anstürmen? Ja, sehr gut. Okay, weiß ich nicht. Wenn sie entdeckt wird, natürlich nicht mehr. Ha. Springen. Pfeil und Bogen. Festnageln. Ich probiere es mal mit dem Festnageln. Immerhin, das hat geklappt. So, und er ist noch dran. Er hat den Bär im Schlepptau. Das macht es natürlich ein bisschen schwieriger, hier unbemerkt rumzukommen. Auch wenn sich der Bär alle Mühe gibt. Was hauen wir ihnen drauf? Heilige Flamme? Oder? Kann ich von hier hinten? Zu weit entfernt. Das geht gar nicht. Das würde gehen. Wie viel Schaden macht da einer? 2d6. Wenn ich zwei dahin schicke, ist die Trommel auf jeden Fall weg. Kann ich aber nicht. Ist zu weit. Viel zu weit. Das geht nicht. Okay, wir müssen das Risiko mit der Trommel einfach eingehen. Ich zauber mal noch nicht. Vielleicht brauchen wir die gleich noch. Die anderen Zauber. So, der Rabe ist zuerst dran. Der fliegt hier runter.
Vielleicht kann er die blenden. Ja, super. Sie war ja schon. So, wir sind dran. Kriegskarte. Wir wollen die Trauer angreifen. Ich werde mal den Hexenfall hier benutzen. Ich glaube, das lohnt sich in dem Kampf. Sehr schön. Es war nur eher. Okay. Der Rabe ist wieder dran. Diesmal hat es nicht geklappt mit dem Blenden. Sie ist dran. Kommt sie ganz ran? Nee. Wir behaken ihn mal von der Ferne. Gehen mal näher ran. So. Ach ja, da ist auch eine Leiter. Hui. Konzentration steht noch, das ist sehr gut. Ich könnte ihn buffen. Dann bleibt seine Konzentration erhalten vielleicht. Eher. Oder... ich greife ihn an. Warte mal, was Besseres. Geh du mal wieder runter. Nein! Schade! Nein! Okay, der Zwerg. Oh, kann der irgendwie was machen von da? Schießen. Ich glaube, die zwei unten sollten sich um sie kümmern. Deswegen lasse ich den einfach mal vorrücken. Ich kann sie noch nicht treffen. Oder? Nein. Ihn würde ich auch nicht schaffen können. So. Gut, da ist jetzt der Schrank im Weg. Das heißt, ihn kann ich gar nicht erwischen. Ich habe keinen Zauber, der eine Reichweite hat, mit dem ich sie treffen kann. Das heißt... ich habe mich hier jetzt gerade in eine Position gebracht, wo ich gar nichts mehr machen kann und den Zwerg segnen könnte ich. Ist vielleicht auch keine dumme Idee. So. Hab leider nur die beiden erwischt. Okay. Achso, Wilde kann ja noch was. Schattenherz kann auch noch was. Kann noch mal... schubsen geht nicht.
Bewusstlos hauen? Das brauchen wir nicht. 50%. Ups. Ich probiere es mal so. Dann geht's den Schritt weg. So. Dann geht er hier hin. Hier hin. Wo schubst du ihn denn hin? An die Wand. Hier ist hoch. Dann hier hin. Hier hin. So. Ja, sehr gut. Aber er ist gleich wieder aufgestanden unten. Macht nichts. Nee, er liegt. Ah. Dann putzen wir ihm doch gleich mal eine drauf noch. Oder wir kümmern uns, wir schießen lieber auf sie da hinten. Warte, man braucht der Zauberkonzentration? Nee. Hier liegt er jetzt erstmal, er kann nicht viel machen. Ich schieß auf sie. Und daneben, okay. Okay, jetzt haben alle ihre Aktionen gemacht. Jo. Rabe probiert wieder ihr die Augen auszuhaken. Es klappt sehr schön. Kommt sie an ihn ran? Ja. Achso, liegende kann man nicht schubsen. Alles klar, dann. Autschi. Okay. Der Überraschungseffekt ist jetzt dahin. Ich würde sagen, sie kriegt mal die volle Packung unserer Zauber ab. Dann kümmert sich er um ihn hier. Sehr schön. Und er kann noch mal auf sie da ballern. Geht dann mal außer Schussreichweite. So. Waren alle dran? Ja. Okay. Der Rabe kommt nicht ganz hinterher. Könnte aber hinfliegen.
Der Bär hat sich bis jetzt komplett rausgehalten. Faultier. Kommt aber auch nicht ran. Okay, und sie... Können sie jetzt umhauen, oder? Nein! Schwierig. Ich könnte wieder weghüpfen. Wobei, eigentlich kann sie doch gut stehen bleiben. So. Ja, schauen wir mal. Warum kriege ich keinen Gelegenheitsangriff, wenn sie sich jetzt wegbewegt? So, warte mal. Kann ich sie nicht einfach wieder runterschubsen? Komm, das klappt. Oh nein, klappt nicht. Okay. Sie probiert es auch mal noch. Ja. Also. Ist ja gut, wenn der Kampf jetzt vorbei ist. Ich glaube, so kochendes Blut ist nicht gesund. Ah, okay. Wir sammeln die Truppe mal. Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Charakterbogen. Und er hat ja ein paar Sachen dabei zum Essen. So. Er haut sich auch mal ein paar Würstchen rein. Knoblauch. Sonnenmelone. Okay, die bringt nicht viel. Eine Zitrone. Ich esse mal die ganzen Einzelsachen. Oh, der Knoblauch hat einiges gebracht. Okay, noch ein Würstchen, dann haben wir's. So, dann sind wir wieder fit. Zauber. Ist okay, haben jetzt nicht so viele verschossen. Sie hat zwei Levels, klar zwei Zauber verschossen. Okay, dann muss er, sonst hat er jetzt nicht so mehr zaubern. Oh, was haben wir denn hier eigentlich? Ach, das ist die Traum. Oh. Xian. Xianides Feuer. Xianides. Seltene Nahkampfwaffe. Dieser Streitkolben wurde tief im Unterreich von Duera-Sklaven geschaffen. Er trägt Spinnennetzkarbon und fühlt sich eiskalt an. Schriftvolle Wunden heilen. Das sieht mal jemand, der das nicht kann.
Nebelschritt. Oh. Oh, das ist sehr gut. Das wäre doch was für Sie, oder? Wer kriegt den Streitkolben? Der Zwerg hat eine tolle Axt. Und sie hat letztens ihre Waffe gewechselt. Ringpanzerrüstung. Mal schauen, ob das besser ist als das, was sie hat. Riesenbesetzter Schild. Den schicken wir als Lager. Stiefel sind jetzt nichts Besonderes. Warum gar nicht mitnehmen? Valimor der Verstoßene, 52 Jahre alt, menschlicher Paladin, Eidbrecher. Dieses Buch besteht aus mehreren Kapiteln, eines je zitierter Quelle. Angeblich enthält es unmittelbare Niederschriften und mündlichen Geschichten verschiedener Erzähler aus dem ganzen Reich. Was haben wir denn da hinten bei dem Altar noch Interessantes? Trank der Energieresistenz. Nehmen wir natürlich mit. Schriftrolle verschwimmen. Aha, das wäre doch was für unseren nächsten Doktor, wollte ich schon sagen. Kriegskarte. Elegante Federstriche stellen eine Karte der nahen Umgebung dar. Die Goblinhöhle ist unauslöschlich mit grüner Tinte markiert. Das Wort Shiontar schlängelt sich unten entlang, wo der größte Fluss seinen Lauf hatte. Drei zusätzliche Orte waren markiert. Karawane Goblins sind nordwestlich des Lagers zu lesen. Zollhaus Knolle steht ganz im Norden geschrieben. Waldvorräte steht über einem Pfeil, der in den Wald zeigt, direkt östlich vom Lager. Darunter steht ein in kleinen Buchstaben zwischen dem Lorbeer. Ich würde sagen, das nehmen wir mal mit. Und den Schild auch. Und die Trommeln hauen wir kaputt. So. Der Schild kann direkt ins Lager. Sonst passt das eigentlich alles mit der... Ah ja, genau, sie kann... Sie kann den Streitkolben benutzen jetzt. Dann kommt das auch ins Lager, so. Ich teile mal noch ein bisschen...
Gewicht auf sie kann am meisten tragen. Okay. Wir brauchen auch nicht kurz rasten, oder? Er hat, glaube ich, einen Zauberverbrauch. Aber einen hat er noch. So, dann sind wir die auch losgeworden. Dann fehlt nur noch. Das Hauptgericht hier. Da haben wir gesagt, wir können uns eventuell vorbeischleichen. Genau, das probieren wir einfach. Wenn wir hier hingehen. Noch Kisten und so. Und da ist noch ein Gefangener. Hier. Vielleicht, wenn wir den zuerst befreien. Ich glaube, das machen wir.